Willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2 mit mir, dem Hexacore. Und ja, wie soll es anders sein? Wir fahren weiter. Und wir wollten Outrun-Rennen fahren heute, merke ich gerade. Das bedeutet, wir werden uns jetzt erstmal einen Gegner suchen, den wir herausfordern können. Mal gucken, wie weit wir dafür fahren müssen. Die haben sowieso schon alle Schiss von mir. Ah, da vorne fährt doch schon einer. Der orangene Pfeil. Aber doch mal gucken. Ich weiß nur noch nicht, wie man die annimmt, die Outrun-Dinger. So, okay. Ja, mein Schlitten ist echt astrein in Schuss. Alter. Ha! Ui! Und das geht jetzt wahrscheinlich, geht jetzt so lange, bis ich 300 Meter in Führung bin. Das bedeutet, das könnte was dauern. Das war bisher ein bisschen schlecht gefahren, ehrlich gesagt. Ich muss irgendwo hin, wo ich lange geradeaus fahren kann. Okay, oder man macht so wie er. Juhu. Outrun-Sieg. Coole Aktion. Wie du siehst, hast du dafür Geld bekommen. Dass du deinen Gegner besiegt hast. Gewinn. Weiter in deinen Outrun-Rennen. Oder du bist es schnell wieder los. Einleitung. Outrun. Blabla. Brauche ich nicht. Ich würde sagen, wir holen uns direkt den nächsten. Hier um die Ecke. Der wartet nämlich auch insgeheim schon längst auf uns. Komm. Put. Richtig. Schade, ich hätte ihn nicht sehr gerne. Ja, weg hier. Wo fährt er denn jetzt lang? Hallo. Hey Mann, ich geb's auf. Hast wirklich den Asphalt aufgerissen, Digga. Bist ein Guter. Digga. Das Wort gab es also schon zu der Zeit. Digga. Okay, da vorne ist direkt der nächste Banause. Den werde ich mir auch schnappen. Ein Street X Rennen. Wenn das jetzt versteckt gewesen wäre, hätte ich es gefahren. Oh, Moment. Ach, Moment. Holala. Aua. Toll. Ja, hup nicht so viel. Fahr lieber einfach weiter. So, den hole ich mir jetzt. Da vorne den Typen. Ey! Oh nein! So, wo fährt er lang? Hier lang fährt er. Na gut. Das bedeutet, hier müssen wir dann natürlich auch lang fahren. Jetzt muss ich erstmal meine Miserie wieder richten. Weil das war ja jetzt nicht so prickelnd, was ich hier abgeliefert habe. Ah, fahren wir mal. Nein. Okay, das war ein bisschen verdammt. Ehrlich, ich habe noch niemanden gesehen, der so Gas gegeben hat. Du hast es echt drauf, weiter so. Du willst noch mehr Geld verlieren, dann sorg dafür, dass dein Einkommen. Achso, ja. Ja, ist okay. Das tut mir jetzt natürlich leid. Verdammt, dass ich mich doch so kacke vertan habe. Aber das passiert auch den Profis, glaubt mir. Da wartet nämlich insgeheim auch schon wieder der nächste auf mich. Guck mal, er nimmt einfach alles mit. Ach, er schon wieder. Komm schon, Mann. Ich hab gerade derbe Bock, dich in den Asphalt zu stampfen. Also komm. Ich merk's. Ich fahr dann mal. Denn hier geht's nicht ums Stampfen, sondern darum, den Gegner zu besiegen. Und das scheint bei ihm nicht ganz das an oberster Stelle zu stehen. Nein. Fuck. Oh Mann. Alter, ist er schnell. So,
So, jetzt hängt er am Auto, also von daher, das passiert halt den Profis. Ja, ich glaube, das war's für ihn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Du bist ja abgegangen wie eine Rakete. Ja, Junge. Ha! Ja, wenn ich keine Rakete bin, Junge. Ja. Bisher leider noch kein einzigartiges Teil, aber ich weiß auch nicht, wie lange man jeweils fahren muss, um ein einzigartiges Teil zu bekommen. Naja, wir können ja auch zwischendurch immer mal wieder ein Outrun-Rennen fahren. Oder man macht halt, ich mache halt einfach alle paar Folgen mal eine Folge, wo ich halt, wo ich Outrun-Rennen fahre ohne Ende. Hallo. So. So, schnappen wir uns mal den da gerade vor uns, der da gerade vor uns wegfährt. So ein bisschen. Halt, das ist Geld, das nehme ich natürlich mit. Heißt, der Gegner muss auch kurz auf uns warten, beziehungsweise musste. Da vorne ist er nämlich. Oh, mal wieder ein anderer an. Ach du Scheiße, ein Eclipse. Nee, Quatsch. Junge, du schon wieder? Willst du mich verarschen oder was? Mach eine Fliege. Nein, ich möchte niemanden verarschen. Pah, was eine Lusche. Hey Mann, du hast ganz schön was eingesteckt und trotzdem gewonnen. Nicht schlecht. Hey Mann, klasse Rennen, du hast Skill. Dankeschön. Ach, danke, danke. Ein Kumpel von mir kann dir ein paar spezielle Optikteile besorgen, die aus deinem Wagen was Besonderes machen. Wenn du Interesse hast, fahr zum Stern auf der Karte, ich rufe dich dann an. Ja, das meine ich mit den einzigartigen Teilen. So, warte mal, dann Map. Dann fahren wir doch mal eben zum Stern. GPS. Und los. Mal gucken, was uns das jetzt auch sternetechnisch bringt. Dieses einzigartige Teil einzubauen. So. Ach ja, genau. Ich habe mal eine Frage, die ich mir überlegt hatte. Und zwar, wie lange soll ich die Folgen immer machen? Ich meine, ich kann natürlich längere Folgen machen. Meinetwegen so 30 Minuten bis 40. Dafür kann ich dann aber nur alle 2 Tage vielleicht eine Folge rausbringen. Oder ich mache wie heißt es? kürzere Folgen, 15 Minuten. Und dann kann ich die jeden Tag bringen. Das müsst ihr mir halt nur sagen. Hallo. Ach so, da muss ich einfach nur hin. Zu dem Karosserie-Shop. Der ist ja um die Ecke. Ja. Das müsstet ihr mir einfach nur mal beantworten. Ansonsten mache ich das einfach so, wie ich Lust und Laune habe, zu spielen. Dann mache ich das dann einfach so. Und betreten. Trap. Speedline. Oh, sogar schon in Carbon. Bringen die denn? Nee. Toll, ich sehe so viel davon. Ich nehme jetzt einfach die. Ja, das ist doch schon mal geil. Respekt, Respekt. Wo hast du denn das Teil hier? Du scheinst jemanden schwer beeindruckt zu haben. Das Ding hat 1 Jahr Lieferzeit, mindestens. Ja, siehst du mal, wie krass wir eigentlich sind. So, das bedeutet, der nächste wartet, lässt nicht lange auf sich warten. Also der nächste Sieg. So. Oh. Da wartet schon der nächste. Also nicht das. Ich dachte, das ist auch ein Taxi. Ach, hier wieder so ein 240 SX. Wie ein Fake. Hallo, mich gibt's nur einmal. Also, glaubst du es? Hat er mich als Fake bezeichnet?
unverschämt. Also allein dafür hat er es schon verdient, uns mal hart auf die Klappe zu kriegen. Boah, Geschwindigkeitsrausch. Allerdings bekomme ich den Sohn nicht. Oh oh. Boah, der kommt immer näher, der Pisser. Hat der Schiss oder was, hier durchzufliegen mit hohen Geschwindigkeiten? Oh yeah. Was ein Drift, Junge. Ach scheiße. Fahren wir nochmal hier auf die schicke Autobahn rauf. So, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich die... Kriegt das kein Nitro, die knapp zu überholen? Noch schade. Und... Na, ich muss mir eine Ausfahrt suchen. Doch, knapp vorbei. Ich wollte schon sagen, normalerweise bringt das doch eigentlich Nitro. Mal gucken, wie wir den abhängen. Normalerweise kann man die gut an Ausfahrten abhängen. Allerdings wird das gerade nichts, so wie ich das hier sehe. Ich nehme einfach jetzt hier. Zack. Dann fahre ich hier rein. Ah, Mann. Der will nicht. Oh, jetzt fahren wir schon in den Bereich. Ah, ne. Waren wir hier schon mal? Ne, wa? Da müssen wir nämlich auch noch hier hoch. Hier gibt es nämlich auch noch genug Shops. Ist schon mal gut, dass wir gerade hier sind. Njom. Yay. Ah. Nicht geplant. Hulala. Oh, danke. So gut, dann werden wir uns hier mal die die Shops holen, hier in dem Teil. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Hier ist der erste Body Shop. Zack. Oh, Spoiler und Motorhauben. Ach, das ist doch schön. Spoiler sind doch immer schön. Wenn dein Wagen nicht wie der von deiner Mama aussehen soll, musst du hierher kommen. Wie? Spoiler, Schweller und noch mehr. Ja. Welcher ist denn jetzt hier am geilsten? Ich finde dann immer so flache ganz geil. Weil, also bei dieser Art von Wagen, wo der Spoiler dann halt da oben so ansitzt, da finde ich die großen irgendwie nicht so toll. Deswegen finde ich den schon am sinnvollsten. Auch wenn er natürlich nicht so krass aussieht. Oder den hier. Ach komm, nehmen wir den. Ja, Motorhauben, die bringen uns natürlich alle nur... wenig, ne? Frontscheinwerfer habe ich. Ja, gut. Dann möchte ich... jetzt habe ich nicht gespeichert, wa? Egal. Machen wir das beim nächsten... beim Tuning-Shop, falls es hier einen gibt. Ich glaub, bin mir aber gar nicht sicher. Also hier gibt es auf jeden Fall noch einen Lackiershop. Da sind wir auch eben dran vorbeigefahren, als wir über die Brücke gekommen sind. Ah, da, siehst du? Zack, jetzt kann ich ein paar andere Vinyls. Aber oh, vielleicht könnte ich mal das Vinyl da entfernen. Entfernen. Das ist mittlerweile Karosserie. Ja, okay, das heißt, es wird wohl bei den krassen Dingen bleiben. Das erste irgendwie schon ganz geil. Das bringt überhaupt nichts. Doch, es bringt wohl was. Ah, da mache ich doch was drauf. Flammensatz.
Das sieht doch ganz geil aus. Welche Farbe? Gute Frage, das möchte ich auf keinen Fall wieder haben. Aber da so ein Blau hier geht auch nicht. Machen wir doch Rot. Set abkaufen, zack. Ja, und hier gibt es einen Tuning Shop. Definitiv meine ich. Moment, da fahren wir mal eben hin. Ich bin der Meinung, dass es hier einen gibt. Halt. Hier nicht. Moment. Moment, das haben wir gleich. Wir müssen wieder hier zurück. Und dann hier herein. Ha, hier ist nämlich ein verstecktes Rennen. Ich habe es nämlich gewusst. Das fahren wir, das bringt nämlich Geld. Ganze 750 Ocken. Ich habe sie umgefahren. Ich habe es früher immer probiert. Immer habe ich probiert, die umzufahren. Aber dann habe ich gemerkt, dass man die gar nicht umfahren kann, sondern einfach nur durchfährt. Also durch die durchfährt. Aber wieso darf ich eigentlich in Eclipse mitfahren, wenn ich fragen darf? Voll unfair. Ist einer der besten Wagen im Spiel, also von daher. Und, ach schade. Beinahe richtig schön innen vorbei. Aber leider nicht geschafft. Ach ja, diese Musik und all das Ganze, das ist legendär. Das ist einfach sowas, so viel anders als diese neuen Need for Speeds. Das ist echt krass. Allein dieser Musikstil, der finde ich ja, passt ja viel besser zu Need for Speed als dieses, als Dubstep oder sowas. Also ich höre ab und zu auch gerne Dubstep. Ich höre generell so ein Hardstyle, Hands Up, so ein Technokram. Natürlich auch manchmal so ein bisschen hier Hip-Hop. Aber so im Prinzip ist Hardstyle so das, was ich eigentlich am meisten höre oder auch gerne. So, und deswegen, ich bin kein Dubstep-Hasser oder sowas, aber was ich finde, das passt nicht zu Rennspielen. Ich finde, da passt eher so eine Musik, wie es gerade läuft. Ich kann die leider nicht so laut machen, weil ansonsten kriege ich noch Probleme mit der Copyright. Ja, der Copyright, das war extra. Ja, und deswegen ist sie ein bisschen leise. Ja. Ist natürlich schade, weil das so eine geile Musik ist. Aber wie findet ihr das denn? Findet ihr auch die alte Musik mit dieser, diesem teils Rockmusik so ein bisschen, oder dieses, englische Hip-Hop von so schwarz, also von Schwarzen, gemacht, dieses, zum Beispiel von Chingy I Do. Müsst ihr mal bei YouTube einfach eingeben, das findet ihr direkt. Chingy, also Chingy und dann I Do. Ja. Da werdet ihr fündig und ja, und mal gucken. Das hier ist jetzt wieder Musik. Die finde ich passt definitiv gut zu Need for Speed. Da ist ein neuer Autohändler, den braucht man ja nicht suchen. Fokus war das. So, halt. Für die 50 oder 75 oder 100 Ocken fahre ich hier gerne lang. Ja, und hier ist der Tuning Shop. Zack. Perfekt. So, jetzt. Ach so. Jetzt kann ich. Für Nitro habe ich ja, ne? Ja. Bedeutet, das haben wir noch. Können wir noch nicht eininstallieren?
Leichtbau. Ja. Und den Turbo noch nicht, den haben wir leider noch nicht. Schade, aber egal. Immerhin haben wir unser Auto ein bisschen tunen können. Nur ein bisschen, aber besser als nichts. Kann mir einer erklären, warum das so ruckelt. Krass. Okay, da das gerade so hart rumruckelt. Ich glaube, da kann sein, dass meine Festplatte voll ist. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. What the fuck? Nee, so spiele ich nicht weiter. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Hexacore. Bis demnächst. Tschüss.